Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie willkommen heißen zum Abschlusspanel. Es wird jetzt gehen um die grüne Moderne, das Wachsen mit der Natur und das gute ökologische Leben. Und Sie, es wird Sie nicht erstaunen, hinter all diesen Begriffen steht zunächst mal ein Fragezeichen. Wir wollen mal gucken, ob wir das im Laufe der Diskussion auflösen können. Ich stelle Ihnen meine Gesprächspartner vor und tue das von dieser Seite hin zu dieser Seite, damit Sie, obwohl Sie kennen sich ja alle, ich muss es eigentlich gar nicht tun. Kerstin André, ganz auf der rechten Seite von Ihnen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Meinhard Miegel vom Denkwerk Zukunft, ein bisschen ein ungewöhnlicher Gast in dieser politischen Ecke, aber das werden wir dann gleich auch noch ein bisschen genauer haben. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und Ralf Füchs, Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich heiße Ursula Weidenfeld, Co-Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich heiße Ursula Weidenfeld und bin Wirtschaftsjournalistin hier in Berlin. Wir haben es ja eben schon gehört, um etwas erzählen zu können, muss man wissen, was man erzählen will. Herr Füchs, Sie haben vorgelegt mit einem Buch, Die dritte industrielle Revolution. Sie wissen, was Sie erzählen wollen. Glauben Sie es auch? Wenn man nicht dran glaubt, kann man eine Geschichte nicht überzeugend erzählen. Ich meine, bei mir ist das eine Mischung aus purer Notwendigkeit und tatsächlich einem Stück Gestaltungsoptimismus. Purer Notwendigkeit, weil wir vor einer sich dramatisch öffnenden Schere stehen zwischen einem stürmischen globalen Wachstum, also einer absehbaren Verdoppelung der Weltwirtschaft in den nächsten 20, 25 Jahren und der gleichzeitigen Überlastung der großen Ökosysteme, von denen die menschliche Zivilisation auf dem Planeten abhängt. Und das ist für mich die alles entscheidende Frage aus einer ökologischen Perspektive, ob es gelingt, diese Schere zu schließen. Und das ist also nicht die Frage, ob die globale Ökonomie wachsen wird, sondern wie sie es tut. Naja, um das zu erzählen. Und das heißt grüne industrielle Revolution und Entkopplung von wirtschaftlicher Wertschöpfung und Naturverbrauch, um das noch zu Ende zu sagen. Und damit beleben Sie ja ein ganz altes sozialdemokratisches Wort oder ein Glauben neu, der heißt, letztlich wird es der Menschheit immer gelingen, ihre Probleme mit Innovation und Fortschritt zu lösen. Das stimmt, das ist, wenn Sie wollen, so eine Art anthropologischer Optimismus, dass Krisen letztlich überwunden werden können durch Kreativität, durch Innovation, wobei ich dabei nicht nur technische Innovation meine, sondern natürlich auch politische und gesellschaftliche. Aber dass wir tatsächlich in der Lage sind, diese Krise der industriellen Moderne mit den Mitteln der Moderne zu lösen, also mit Wissenschaft, mit Innovation und mit Demokratie und nicht zurückfallen müssen in eine Art von Ökoautoritarismus und so eine Art Notstands-Sanktverwaltung, sondern dass wir in der Lage sind, Freiheit und Ökologie auf einen Nenner zu bringen. Herr Miegel, ist das ein Optimismus, den Sie teilen? Ja, also ich bin ja, kann man mich hören, ja? Ich bin ja immer sehr zögerlich, wenn die Begriffe Optimismus und Pessimismus fallen. Was ist das denn, ein Optimist? Was ist das denn, ein Pessimist? Wir sollten versuchen, Realisten zu sein. Was haben denn die Menschen auf der Osterinsel in der letzten Phase so geredet? Da gab es also keine Bäume mehr auf der Insel und irgendwelche Leute haben gesagt, also das bisschen Holz, was wir noch haben, da werden wir noch eine schöne Statue draus schlagen und dann ist es eben zu Ende. So. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kulturen auch zugrunde gehen können. Dass man immer optimistisch war. Ich glaube nicht, dass Kulturen gesagt haben, jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, da wird es wohl nicht weitergehen. Nein, es ging immer weiter und dann hat man auch Abstriche hingenommen und eines Tages hat man festgestellt, es geht nicht weiter. Und deswegen, nicht weil ich jetzt glaube, dass es hier nicht weitergeht, sondern weil ich glaube, dass man auch die Möglichkeit des Scheiterns in den Blick nehmen muss. Dass man sagt, wenn wir jetzt nicht wirklich eine Veränderung herbeiführen können, dann werden wir es nicht packen.
Ich stelle fest, dass sich die Diskussion in den zurückliegenden 30, 35 Jahren, und ich habe ja einen relativ langen Überblick aufgrund meines Lebensalters über diese Veränderungen, schon einiges verändert hat. Und ich glaube auch, dass das ein wirklicher Erfolg der Grünen ist, dass wir heute über solche Fragestellungen anders reden können und auch anders reden, als das in den 60er, 70er und auch noch 80er Jahren der Fall war. Nur die Kurve haben wir damit noch nicht bekommen. Gerade aufgrund der Tatsache, dass, wie Herr Füchs ja vollkommen zu Recht feststellt, mittlerweile die Menschheit unserem Pfad folgt, und zwar einem sehr problematischen Pfad folgt, kann es durchaus sein, dass wir ein globales Scheitern erleben. Und deswegen bin ich sehr zögerlich, wenn es heißt, ach, wir werden schon packen und den Menschen ist immer was eingefallen, es wird uns wieder was einfallen. Ich wünschte, es ist so, aber ich habe nicht diese Sicherheit. Wenn Sie nur noch vielleicht zwei Sätze sagen sollten, was heißt das für das Handeln von demokratischen postindustriellen Gesellschaften? Sie haben eben gesagt, in unserem Reden hat sich sehr viel geändert. Hat sich denn in unserer Bereitschaft zu handeln auch viel geändert? Es hat sich etwas geändert. Also es wäre sicher falsch zu sagen, es ist alles so, wie es vor 20 Jahren war. Nein, das ist nicht der Fall. Es wird nicht nur geredet, sondern es wird auch anders gehandelt. Es ist ein anderes Bewusstsein da. Nur die Diskrepanz, auch das hat der Füchs eben schon angesprochen, die Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich geschehen müsste, und dem, was geschieht, ist immer noch riesengroß und sie ist so groß, dass wir mit dieser Diskrepanz scheitern können. Und das muss mit in den Blick genommen werden. Wenn man sich Geschichten, und wir sind ja hier über Geschichten nachzudenken, Geschichten vor Augen führt, dann ist ja in guten Geschichten auch immer die Dimension des Scheiterns mit drin. Nicht, dass man von vornherein sagt, das ist alles, wir müssen jetzt nur diesen Weg gehen und dann wird alles gut werden. Ja, aber Herr Miegel, das wollen wir ja hier nicht. Die besten Geschichten der Menschheit waren die, die krachend gescheitert sind. Aber das ist natürlich als Szenario für die Grünen nicht besonders attraktiv. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt, dass die Geschichte erzählt werden soll, wie wir krachend gescheitert sind. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass man in den Geschichten auch den Aspekt, die Dimension des Scheiterns mit drin haben sollte. Frau Andreae, wenn Sie auf der einen Seite den Optimismus von Herrn Füchs sehen, der sagt, ja, wir haben große Probleme, aber die Menschheit ist in der Lage, sie zu lösen und wir werden das auch wieder schaffen, und auf der anderen Seite die politischen Herausforderungen, die im Tagesgeschäft auf sie zukommen und die ja auch ganz viel von dem politischen Ton, der politischen Realität ausmachen. Wo sehen Sie da den Weg für eine grüne Erzählung von Ökologie und Wachstum? Also ich glaube, ich würde die Erzählung oder die Wahrnehmung von Ralf Füchs These gar nicht so sehr unter dem Begriff des Optimismus fassen, sondern unter dem Begriff der Notwendigkeit. Die Kapazitäten dieser Erde sind begrenzt, die Bevölkerung wächst, der Wachstumsdruck ist groß. Und deswegen ist ja eigentlich die Frage, was können wir tun, erstmal auf wirtschaftlicher Basis, auf technologischer Entwicklung, auf Innovation und Bedürfnisse auch zu decken. Aber dazu kommt eins, weil Sie das dann in diesen sozialdemokratischen Kontext gestellt haben, so das sei die alte Idee, mit Fortschritt könne man Probleme lösen. Ich habe das gar nicht negativ gemeint, nee, sondern ich habe einfach nur versucht zu erklären, woher genau diese Haltung kommt. Das Grüne daran ist, dass es eine alte sozialdemokratische These war, die da lautete, Wachstum gleich Wohlstand. Ja, wir müssen nur viel Wachstum haben, dann haben wir viel zu verteilen, dann haben wir viel Wohlstand. Und heute wissen wir, dass Wachstum nicht unbedingt Wohlstand bedeutet. Ja, die ökologischen Folgen von Wachstum können teilweise katastrophal sein. Wir wachsen, aber sozial geht eine Schere weit auseinander. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sagen, Grüne können dieser puren Wachstumslogik, dieser puren Logik, nur technologische Entwicklung ist das, was wir machen müssen, und ich bin davon überzeugt, dass wir es machen müssen. Aber daneben gehört soziale Innovation, daneben gehört kulturelle Veränderung, daneben gehört natürlich auch die Frage, wie leben wir eigentlich, wie gehen wir hier eigentlich mit diesem Planeten um? Das Bild, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, ist ja tatsächlich auch eins, was in diese Wachstumsdiskussion reingehört. Nur, ich glaube, die Wahrheit ist weder nur die eine und noch nur die andere, sondern sie ist eine, die verbunden werden muss. Hofreiter, was an dem, was wir jetzt gehört haben, ist noch grün? Es geht ja
um eine grüne Erzählung und all das, was ich gehört habe, hätte ich, und deshalb habe ich eben angemerkt, dass man Herrn Miegel hier in einem ungewöhnlichen politischen Spektrum sieht, hätte man genauso gut von der CDU hören können, man hätte es genauso gut von der CSU hören können, man hätte es auch von den Sozialdemokraten hören können. Also was ist eine grüne Erzählung von der Zukunft, vom ökologischen Umbau, vom ökonomischen Umbau einer Gesellschaft? Was ist davon noch, was gehört noch Ihnen davon? Erstmal gehört uns davon, dass wir es ernst meinen. Das ist nämlich der große Unterschied. Das merken Sie nämlich, wenn Sie sich zum Beispiel solche Dinge anschauen wie die Klimaprognosen. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen, als Planet oder auch als Bundesrepublik Deutschland, landen wir in einer 5-6-Grad-Welt. Eine 5-6-Grad-Welt ist eine Welt, in der nicht das Leben von diesem Planeten verschwinden wird, aber wo die Ökosysteme so instabil sein werden, wo die Transformation der Ökosysteme so schnell passieren wird, dass klassische Zivilisation noch möglich ist, wenn wir extrem politisch klug handeln. Nämlich man wird dann solche Dinge vorausschauen müssen, dass vielleicht 2-3 Jahre hintereinander die Ernten ausfallen und aufgrund von extremen Stürmen und Veränderungen auch die Transportwege schwierig sind. Und wenn man sich anschaut, wie sehr politische Systeme überfordert sind von im Verhältnis dazu Kleinstkrisen, wie wir sie im Moment gerade in der Eurozone erleben, wie wir diese Kleinstkrise im Verhältnis, was in der 5-6-Grad-Welt auf uns zukommt, bereits Nationalismus, Rechtsradikalismus, so Dummheiten wie die AfD oder die CSU befördert. Also wenn man sich das alles betrachtet, dann weiß man, wie sehr schwer sich tun wird, Zivilisation damit klarzukommen, wenn die Ökosysteme sich so verändern. Ja, aber das ist noch keine gute Geschichte, Herr Hohen. Das heißt, wir Grünen nehmen diese wissenschaftlichen Prognosen ernst. Und wir tun nicht nur so, als wenn wir sie ernst meinen würden. Wir machen sie uns nicht jeden Tag bewusst, nicht, sonst könnte man depressiv werden. Aber wir handeln so, dass wir glauben, dass die wissenschaftlichen Prognosen die Realität abbilden und wollen deshalb eine ökonomische und eine ökologische Transformation unserer Wirtschaft hinkriegen. Und das ist weitaus komplizierter als in der Vergangenheit. Nicht, wenn Sie sich die Ökologiebewegung betrachten, vielleicht darf ich 2-3 Minuten dazu was sagen, ist ein bisschen ganz ein kurzes Tick Sie länger. Sie haben schon 2-3 Minuten. Ja, ich weiß, aber nochmal. Nämlich, woher kommt die Ökologiebewegung? Die Ökologiebewegung kommt vom Beginn des letzten Jahrhunderts aus dem Objektschutz. Also das heißt, aus dem Schutz einzelner Moore, einzelner Baumgruppen, einzelner schöner Gebiete. Das ist die Entstehung des Naturschutzes. Und als einem bewusst worden ist, dass die Durchindustrialisierung und Technologisierung die Landschaft anfängt zu zerstören. Der nächste Schritt war dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der starken Zunahme der industriellen Revolution, dass man gesagt hat, wir brauchen letztendlich End-of-Pipe-Technologien, um den blauen Himmel über den Ruhrgebiet, um die Schaumkronen auf unseren Flüssen in den Griff zu kriegen, um das Waldsterben in den Griff zu kriegen. Diese End-of-Pipe-Techniken waren wahnsinnig erfolgreich, um sichtbare Umweltprobleme schnell in den Griff zu kriegen. Und jetzt haben wir globale Umweltprobleme. Jetzt haben wir zwei große Probleme. Das eine ist Artensterben, das zweite ist die Klimakatastrophe. Und die kriegen Sie mit End-of-Pipe-Techniken nicht mehr in den Griff, sondern da müssen Sie die gesamte Wirtschaft, unsere gesamte Gesellschaft umbauen, um den CO2-Ausstoß auf einen für die Ökosysteme tragfähiges Niveau abzusenken, dass wir langfristig unsere Zivilisation auf diesem Planeten aufrechterhalten können. Und das muss durch differenzielles Wachsen und Schrumpfen passieren. Es müssen auch bestimmte Bereiche schrumpfen. Die Braunkohleindustrie muss schrumpfen. Auch die gesamte Erdölindustrie, die größten Konzerne weltweit sind die Erdölkonzerne. Nämlich das gelingt uns nur, wenn die Rohstoffe am Ende im Boden bleiben. Das muss man sich klar machen. Das heißt, wir brauchen differenziertes Wachsen und Schrumpfen. Wir brauchen natürlich einen Gerechtigkeitsaspekt. Mindestens der politische Gegner weiß das sehr gut. Herr Hofreiter, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, weil wir wollen ja suchen nach der grünen Erzählung. Und das alles, was Sie sagen, ist ja in einem Parteiprogramm und dem programmatischen Handeln der Partei auch verankert und da ist es ja auch da. Nur ist es
ist es eine gute Geschichte? Ist es eine Geschichte, hinter der man außer denen, die bereit sind, samstags abends zu einer Konferenz zu kommen und sich das Wochenende um die Ohren zu hauen, auch noch Menschen versammeln kann, die man gewinnen muss? Also die sie. Das ist eine super Geschichte in meinen Augen. Nee, es ist die Geschichte, dass wir unseren Wohlstand erhalten können, ohne die Lebenschancen der zukünftigen Generationen zu zerstören, dass wir diesen Planeten gerechter und letztendlich chancenoffen unseren Kindern und Kindeskindern übergeben. Das ist, finde ich, eigentlich die schönste Geschichte, die man sich vorstellen kann, wenn man sich das bewusst macht. Und wenn man klug damit umgeht, dann muss man noch nicht einmal seinen Wohlstand dafür aufgeben. Dafür müssen manche Transformationsprozesse, wie gesagt, nicht reines Wachsen, sondern Schrumpfen und Wachsen. Es braucht kulturelle Innovationen, wenn man sich bestimmte Bereiche in der Ernährung oder im Mobilitätsverhalten angeht. Aber im Kern ist es eine wahnsinnig tolle Geschichte. Es muss, es kann scheitern. Es ist richtig. Die Osterinseln sind ein schönes Beispiel. Es gibt viele weitere. Die Mayas sind eine weitere schöne Geschichte des Scheiterns. Oder die Wikinger in Grönland. Oder die Römer. Nee, die Römer sind nicht gescheitert. Das ist was ganz anderes. Nee, es ist einfach wirklich Quatsch. Erobert worden. Was, wie gesagt, ich finde das eigentlich die schönste Geschichte, die man erzählen kann. Wir können wohlhabend bleiben, wenn wir es klug machen. Und der Planet wird auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch Freiheit, Möglichkeiten und Chancen bereithalten. Herr Füchs. Ich würde da gerne mal sagen, weiterspinnen. Wir liegen ja ziemlich nah beieinander. Ich glaube, für die Grünen ist jetzt entscheidend, dass es uns gelingt, zwei Diskurse miteinander zu verbinden, die im Moment entweder nebeneinander her oder sogar gegeneinander laufen. Das eine ist der Diskurs, den ich den postmaterialistischen nennen würde, der aus meiner Perspektive fälschlicherweise so zugespitzt wird in ein Anti-Wachstums-Diskurs. Dabei geht es aber eigentlich gar nicht um quantitatives mehr oder weniger, sondern es geht um anders und besser. Ja, es geht um die Frage, was ist gutes Leben? Es geht um Zeitwohlstand als das neue Privileg. Es geht auch um moralischen Konsum, also nicht mehr nur zu fragen, wie billig ist etwas oder wie teuer, sondern wie ist das hergestellt worden? Wer hat dafür eigentlich welchen Preis bezahlt? Fair Trade, teilen statt besitzen, alle diese oder genossenschaftliche Ökonomie, alle diese neuen Ansätze, die vor allem aus den gebildeten, jüngeren Mittelklassen kommen, die aufgewachsen sind mit einem relativ hohen Wohlstandsniveau. Und der zweite Diskurs ist eben der der grünen industriellen Revolution. Das ist eine radikale Veränderung unserer Produktionsweise, der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien, permanente Steigerung von Ressourceneffizienz, also was Weizsäcker Faktor 4, Faktor 6 genannt hat, und Übergang zu einer Art von Kreislaufökonomie, in der es keinen Abfall mehr gibt, sondern wo jeder Reststoff zum Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfung wird. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls die Antwort auf die globalen Entwicklungen, diese globale Wachstumsdynamik, mit der wir konfrontiert sind, wo alles darauf ankommt, ob wir Wachstum und Ressourcenverbrauch oder Naturverbrauch entkoppeln können. Und wenn es uns gelingt, diese zwei Diskurse um das gute Leben oder Lebensstilreform zu verbinden mit diesem Aufbruch, die große Herausforderung, die Industriegesellschaft von Grund auf neu zu erfinden, dann glaube ich, haben wir nicht nur eine gute Geschichte zu erzählen, die Zukunft nicht als eine einzige Bedrohung beschreibt, sondern zumindest als einen offenen und gestaltbaren Raum, sondern dann sind wir auch in der Lage, Vorreiter zu werden für eine globale Transformation. Ja, wir in der Bundesrepublik, unser CO2-Ausstoß, da ist jetzt noch etwa 2,3% an den globalen CO2-Emissionen. Der Erfolg der Energiewende
besteht weniger darin, dass wir damit den Klimawandel aufhalten, sondern der besteht darin, dass wir ein Modell entwickeln, wie eine hochindustrialisierte und wohlhabende Gesellschaft auf eine CO2-neutrale Energieversorgung umsteuern kann und damit ein Beispiel setzen für die Chinas und Brasiliens und Indiens sozusagen dieser Welt, nicht den fossilen Weg zu gehen bei ihrer Industrialisierung, sondern den Übergang in eine Solarökonomie mit uns zu gehen. Wir werden das gleich nochmal vertiefen, vor allem, weil wir genau an dem Punkt natürlich die Frage nach der individuellen Freiheit stellen müssen und gleich auch beantworten und diskutieren müssen. Aber ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Frau Andrehe, Herr Miegel, bitte. Achso, Herr Miegel dann. Ich möchte den Satz aufgreifen von Herrn Hofreiter. Die Grünen nehmen das, was sie sagten, ernst und die anderen nehmen es nicht so ernst. Ich stimme dem ausdrücklich zu. Ich glaube, dass die Programmatik, wenn man die nackte Programmatik sich anschaut, quer durch die Parteien, selbst bei der FDP, so unterschiedlich nicht ist. Es gibt mittlerweile kein Parteiprogramm mehr, das nicht einen ausführlichen Teil enthielte ökologischer Umbau, Ökologisierung der Ökonomie. Das ist alles drin. Aber die anderen Parteien nehmen es ganz offensichtlich nicht so sonderlich ernst, was sie da schreiben. Das ist zutreffend. Und das kommt an. Das nicht ernst nehmen kommt an. Ich glaube, in der Bevölkerung gibt es ein ganz verbreitetes Gefühl, ja, da muss etwas geschehen. Und zwar ganz so, wie die Grünen es sagen. Aber nehmt es bitte nicht zu ernst. Es soll doch bitte nicht irgendwie unseren gegenwärtigen Lebenszuschnitt verändern, beeinträchtigen. Das heißt, dass man den Grünen unterstellt, dass sie die Freiheitsgrade des Individuums beschränken? Ich will gar nicht so weit gehen, dass die Freiheitsgrade beschränkt werden sollen, sondern hier ist ja jetzt zweimal gesagt worden, wir können unseren Wohlstand behalten und trotzdem können wir diese große ökologische Reform machen. Ich glaube, sehr viele Menschen glauben das ganz einfach nicht. Sehr viele Menschen haben das Gefühl, wenn ihr euer ökologisches Programm realisiert, was wir ja an sich für ganz gut erachten, dann werden wir Einbußen erleiden. Und in ihren eigenen Reihen gibt es ja genügend Männer und Frauen, die genau das sagen. Die sagen also, mit dem Aufrechterhalten unseres gegenwärtigen Lebenszuschnittes und so weiter, das werden wir nicht schaffen. Stichwort Suffizienz. Wir werden Einschränkungen hinnehmen müssen. Es wird in vielen Teilen schlechter werden. Ich glaube wirklich, dass in dem Kernbereich die Grünen ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Und zwar genau aus diesem Grund, dass sich ja mittlerweile in der Grünen Partei Strömungen gebildet haben. Derer, die sagen, nein, es geht nicht weiter so wie bisher, wir werden Einschnitte und Einbrüche erleben. Und andere sagen, ja, die werden wir schon irgendwie erleben, aber dank der Technik werden wir es auch schaffen, dass im Großen und Ganzen alles weitergehen kann, wie das bisher der Fall war. Ich sehe darin ein ganz fundamentales Problem für eine Partei, die ja mittlerweile anfängt, an ihren Erfolgen zu leiden. Sie hat in den zurückliegenden 20 Jahren eine Menge bewegt, ist auf einen Punkt gekommen, wo man wirklich sagt, also ihr wart erfolgreich. Jetzt sage ich etwas, was sehr leicht missverständlich ist. In gewisser Weise fangen die Grünen jetzt an, das Schicksal der Freien Demokraten zu teilen. Alle sagen, liberal ist gut, natürlich, wir sind alle freiheitlich und alle liberal und wir wollen jedem und so weiter. Da das alle sagen, braucht man keine FDP mehr. Alle sagen, ja, ökologisch ist wichtig. Deshalb sitzen wir ja hier und suchen nach der grünen Erzählung. Alles ist wichtig, ökologisch ist wichtig, wir wollen ökologisch wirtschaften. Da alle Parteien das sagen, sind jetzt die Grünen darauf angewiesen, genau auf das, was Herr Hofreiter gesagt hat, glaubwürdig zu machen, dass sie meinen, was sie sagen. Aber dieses Ich meine, was ich sage, wird unterlaufen, wird unterminiert durch die Behauptung, und trotzdem wird sich nichts ändern müssen für euch. Dieses Es muss sich nichts ändern ist aus meinem Empfinden heraus in den letzten Jahren zu stark in den Vordergrund getreten. In früheren Phasen haben die Grünen deutlich gesagt, es muss sich etwas ändern. Heute sagen sie relativ häufig, ja, also es wird schon so ungefähr weitergehen können, wie es bisher war. Darin sehe ich eine Schwäche. Frau Andrehe. Ich teile das nicht, dass das die Entwicklung der Grünen ist, Herr Miegel.
Ich teile aber noch was anderes nicht und leite dann wieder her, weil Sie gesagt haben, inzwischen machen sich bei den Grünen so zwei Strömungen breit. Ich kenne mich ziemlich gut aus mit den Strömungen bei den Grünen, aber diese würde ich jetzt gar nicht so teilen, dass nämlich die einen sagen, wir brauchen die technologische Innovation, die technologische Entwicklung und dann kriegen wir die Probleme gelöst und die anderen sagen, wir brauchen den Verzicht. Meine Erfahrung ist, wir saßen ja zusammen in der Enquete-Kommission Wachstum und Wohlstand und Lebensqualität, genau so hieß die dann. Des Bundestages. Die Enquete des Bundestages, also nicht die Lebensqualität des Bundestages, sondern so hieß die Enquete. Und da ist eigentlich relativ schnell auch in der Analyse eine hohe Einigkeit gewesen und letztlich auch in den zu gehenden Schritten. Der Unterschied war, und da trifft es schon, was Toni Hofreiter gesagt hat, sehr zu, wer hat denn dann gesagt, wir meinen es jetzt ernst mit den Schritten und wer hat dann gesagt, wir nicht. Und an dem Punkt, Herr Miegel, widerspreche ich Ihnen jetzt. Ich glaube nicht, dass die Grünen durch die Welt gelaufen sind in den letzten Jahren, Monaten oder wann auch immer und gesagt haben, alles bleibt, wie es ist. Ja, wir machen technische Entwicklung und dann wird es schon alles gut, dann kriegen wir das alles in den Griff. Sondern wir haben letztlich sehr differenziert auch die Frage aufgeworfen, was hat das eigentlich mit unserem eigenen Leben zu tun? Und dann kam diese Verzichtsthematik. Ja, letztlich führt es in diesen verunglückten, inhaltlich durchaus von jedem von uns erklärbaren Veggie Day. Ja, das kann Ihnen jeder hier erklären. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen verunglückt. Also die Frage, was hat das mit meinem eigenen Leben zu tun? Und das prägt für mich sehr die Grünen, dass es da eine Verantwortung ist, dass man sagt, mein eigenes Leben hat eine Rolle, weil ich ausstrahle, weil wir was vorleben und weil wir eben auch einen Lebensstil exportieren. Und das mündet dann in die Frage, wie definieren wir eigentlich Wohlstand? Solange wir Wohlstand so definieren, dass wir sagen, es ist einfach ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, ja, dann hat es keinerlei direkten Zusammenhang mehr mit, wie empfinden wir eigentlich Wohlstand. Und da finde ich, ist dieser Unterschied und diese Entwicklung, dass die Grünen sagen, wir definieren Wohlstand, wir benennen Freiheit, nicht wie es die FDP gemacht hat, sondern eben auch Freiheit in der Abgrenzung auch zu dem, dessen Freiheitsnotwendigkeiten und Möglichkeiten auch begrenzt werden, was man es mit zukünftigen Generationen zu tun hat, was man es mit globaler Gerechtigkeit zu tun hat. Also insofern sehe ich dieses eine Auseinanderdriften nicht, was Sie benannt haben bei der Frage technologische Entwicklung oder Verzichtsrhetorik, an dem Punkt sind wir gar nicht mehr, sondern die Grünen müssen, und das ist vielleicht dieser Teil der grünen Erzählung, noch viel mehr herausarbeiten, was ist eigentlich Wohlstand? Wie definieren wir Wohlstand und für welchen Wohlstand kämpfen wir? Ein Satz von Herrn Miegel und dann ist Herr Hofreiter dran. Das ist der entscheidende Punkt. Wie definieren wir Wohlstand? Aber da wir ja offenbar noch gar nicht wissen, wie wir Wohlstand definieren können, kann ich ja als Partei nicht sagen, wie das eben geschehen ist. Wir können unseren Wohlstand behalten. Was können wir denn behalten, wenn wir es gar nicht definiert haben, wenn wir es gar nicht wissen, was das ist, was wir da behalten können? Und Das ist meines Erachtens ein wirklich ganz zentraler Punkt. Das ist vielleicht das eine und ich glaube, Herr Hofreiter, der andere zentrale Punkt. Frau Andrea hat den Veggie Day angesprochen und das ist ja ein Punkt, wo eine Erzählung endet. Und nämlich die Erzählung von wir leben verantwortlich, wir meinen es ernst, wir zeigen durch unser eigenes Verständnis von Leben, wie man am Beispiel lernen kann. Da endet es und es wird zu einem empfundenen, zunächst Paternalismus, also man sagt, so solltet ihr und könntet ihr und es wäre gut, wenn ihr, und dann aber ja zu einem regelgebundenen Vorschlag, wie Menschen verbindlich zu leben haben. Und das ist ja vielleicht das, wo die grüne Erzählung dann nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt, sondern eben eines bekommt, wo Menschen, die hohe Freiheitsgrade wollen und wünschen, sagen, das mache ich nicht mehr mit. Also da geht es ja sozusagen um die Art unserer Fleischproduktion. Das war ja der Kern. Das ist ja nur ein Beispiel, nicht? Also ja, aber das muss man vielleicht auch erläutern. Das war der Kern, woraus der Veggie Day entstanden ist. Und die Art unserer Fleischproduktion hat ihren Ausgang in Südamerika. In Südamerika wird Soja angebaut und damit haben wir einen Großteil unserer Dinge. Wie wird das Land gewonnen für den Sojaanbau? Das Land wird so gewonnen, dass da bis
Soja angebaut wird, leben da so Kleinbauern, gibt es kleine Wäldchen, gibt es kleine Dörfer, gibt es Äcker und Gärten. Dann kommt eine große Firma und kauft dieses Land vom Staat. Denn formal gehört dieses Land dem Staat. Dann kommt die Firma und geht zu den Leuten und sagt, das ist jetzt unser Land, ihr müsst jetzt gehen. Die Leute sagen, wir leben seit Jahrhunderten hier, wir können nicht gehen. Dann kommt die Firma zurück mit dem Todesschwadron und sagt, ihr müsst jetzt gehen. Dann sagen die Leute, wir können nicht gehen. Dann werden ein paar Leute umgebracht. Dann gehen ein Teil der Leute, aber viele gehen immer noch nicht. Dann kommt als nächstes das Basta-Flugzeug und fliegt drüber und dann stirbt alles pflanzliche Leben ab. Dann gehen die Leute, manche gehen immer noch nicht, weil sie nirgendwo hin haben zu gehen. Dann werden noch ein paar Frauen vergewaltigt und noch ein paar Kinder umgebracht. Das ist keine fiktionale Story, das habe ich selber der Daten so kennengelernt, weil ich oft in Südamerika war. Dann kommen große Bulldozer, schieben alles auf die Seite und dann wird der Daten Soja angebaut. Das ist nicht gentechnisch verändert und kommt damit klar. Das ist ein Teil der Realität. Und dann kommen sie mit so einem Vorschlag wie ein Veggie Day, der im Kern heißt, dass eine öffentliche Kantine, wenn sie sich dafür entscheidet, einmal in der Woche nur vegetarische Gerichte anbietet. Entschuldigen Sie mal, das ist angesichts des Problems ein so alberner Vorschlag, dass der vor allem deshalb auch abgelehnt worden ist von der Bevölkerung, weil er halt in seiner Albernheit nichts mit der Dimension des Problems zu tun hat und die Leute auch erkannt haben, dass das im Kern an dem realen Problem überhaupt nichts ändert. Und vielleicht nebenbei bemerkt, wer gerne Fleisch isst, tut es sicher regelmäßig. Ich esse gerne Fleisch, aber ich tue das ganz sicher nicht in einer öffentlichen Kantine. Da kriegen Sie nicht kein Fleisch, das ist nämlich widerwärtig, was Sie in der Regel in den öffentlichen Kantinen kriegen. Das heißt, das Kernproblem des Veggie Days war meiner Beobachtung nach gar nicht dieses dümmlich Bevormundende, das auch drin enthalten war, sondern es war einfach ein super alberner Vorschlag für ein unglaublich großes und reales Problem. Dann gehen wir doch mal und dann gehen wir doch mal zu den weniger albernen Vorschlägen für große Probleme. Was ist denn dann, wenn Sie sagen, das war Gaga und das ist ja auch so bestraft worden und abgestraft worden von der Öffentlichkeit. Aber was ist denn dann die glaubwürdige Erzählung von grüner Politik? Was sind glaubwürdige Maßnahmen? Glaubwürdige Maßnahmen sind klassisch politische Maßnahmen, die zum Beispiel da ansetzen, dass sie ein Zertifizierungssystem durchsetzen für den Import von Futter für Massentierhaltung. Das ist eine der Hauptschlachten, die zu schlagen ist, da Daten, gegen die sich die Landwirtschaft massiv wehrt. Das ist nebenbei gesagt auch einer der Gründe, warum die Landwirtschaft zum Teil bekämpft, eine Zertifizierung für Biotreibstoffe, weil sie nämlich Angst haben, dass diese Zertifizierungssysteme rüber in die Landwirtschaft schwappt und wenn sie dann ein sauberes, hartes Zertifizierungssystem durchsetzen, dann geht aber in unserer Art und Weise Fleisch zu produzieren, man kann es nicht mehr Landwirtschaft nennen, dann geht da aber der Rauch auf. Aber das können Sie... Und das kann man politisch durchsetzen, ohne dass man Ihnen sagt, ob Sie heute oder morgen Ihr Fleisch essen sollen. Herr Hofreiter, Sie haben mich ja eingeladen zu dem Thema grüne Erzählung und Sie sagen jetzt Zertifizierungssysteme, aber Zertifizierungssysteme sind ja nun mal klassische Regelpolitik, Ordnungspolitik und klassische Politik nach Gesetz und Verordnung. Ja, natürlich, das sind Teile davon, was man braucht. Politik ist dazu da, allgemein verbindliche Regeln, die für klug gehalten werden, für die Gesellschaft festzulegen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von Politik. Das geht zum Teil im Konflikt, das geht zum Teil mit Partnern, es geht zum Teil mit Partnern im Konflikt. Manches davon geht im Konsens. Dafür gibt es in der Demokratie heftige Auseinandersetzung, aber das funktioniert. Deswegen halte ich von diesen Maßnahmen nichts, indem ich irgendwelchen Leuten sage, ihr esst Montag Fleisch und Dienstag Hähnchen und am Freitag gibt es Fisch. Also das ist doch katholische Kirche. Also in seiner wunderschönsten Form, die ich total schätze als Institution, die 2000 sagen Jahre Sie, überlebt so, hat. Aber das ist nicht Politik. Politik ist Regeln und Normen zu setzen. Und Regeln und Normen zu setzen im
Kampf auch gegen Interessen. Und die Interessen hier sind einer industrialisierten Art, Fleisch zu produzieren. Und da muss ich einfach Gesetze durchsetzen. In dem Fall, im Idealfall, auf europäischer Ebene. Das wird nicht einfach, aber das, wie gesagt, so einen Kampf und so eine Auseinandersetzung zu diffamieren mit so einem Quatsch wie Veggie Day, das ist ja im Grunde die Tragik, die da dahinter steckt. Vielen Dank. Und wir halten dann zumindest mal fest, dass die katholische Kirche Geschichten hatte, die 2000 Jahre einigermaßen funktioniert haben. Herr Füchs. Entschuldigung, die funktionieren immer noch, wenn Sie sich Franziskus anschauen. Ich meine, gibt es eine geilere Aussage, als wie zu den gläubigen Mafia-Bossen zu sagen, kehrt um oder ihr werdet in der Hölle enden. Also ich meine, das ist doch gigantisch. Naja. Zum Katholizismus gehört natürlich die Doppelmoral, das ist völlig klar. Die, ja, natürlich! Ja, eben. Also ich finde das genau jetzt die richtige Wendung, weil wir reden jetzt über Politik und wir tun nicht so, als könnten wir Herausforderungen wie den Klimawandel oder den Verlust fruchtbarer Böden oder die globale Wasserkrise oder den Verlust an Biodiversität einfach privatisieren. Und sagen, die Antwort auf diese globale ökologische Krise ist, dass wir unser Leben ändern. Das ist nicht die Antwort darauf. Sorry. Wenn wir unsere CO2-Emissionen in den hochindustrialisierten Ländern um 90% reduzieren müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts, um 90%, kriegen wir das hin durch gürtelenger Schnallen? Natürlich nicht. Ja, vielleicht kriegen wir 10% oder 20% durch Einschränkungen und bewusstes Leben hin. Den Rest müssen wir hinkriegen tatsächlich über das, was wir grüne industrielle Revolution nennen. Und dafür braucht man politische Rahmenbedingungen. Dafür braucht man genau solche Dinge wie Zertifizierung oder Effizienzstandards oder eine klare Ansage an die Autoindustrie: ab 2030 verkauft ihr keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr. Oder neue Gebäude müssen CO2-neutral gebaut werden, was ja technisch möglich ist. Wir müssen nicht sagen, die Heizung runterdrehen auf 15 Grad und im Winter alle im Shetland-Pullover in der Wohnung sitzen und unsere Wohnfläche auf 15 Quadratmeter reduzieren. Wir können Barbara Hendricks vorgeschlagen. Ja. Wir können Gebäude bauen, dass sie mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Dafür braucht man aber entsprechende politische Regulierungen. Man braucht zum Beispiel ein CO2-Emissionshandelssystem, was wirklich Steuerungswirkung hat und gründlich repariert werden muss, damit die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Lassen wir jetzt hier nochmal einen Strich drunter machen, bevor wir Sie sehr einladen, an dieser Diskussion sich zu beteiligen. Und versuchen wir doch mal einfach die Grenze zu ziehen und zu fragen, wo endet die Sehnsucht nach der grünen Erzählung, nach dem Narrativ, was Sie versöhnt, was die Grünen mit ihrer Vergangenheit und mit ihrer Zukunft versöhnt, und wo fängt reale Politik an, die sich in Gesetzen, Verordnungen ausdrückt, unsexy vielleicht, aber eben das Handwerk des Politikers beschreibt. Herr Füchs, sind Sie noch da? Ja, ich bin aber tatsächlich immer noch emotional und gedanklich bei unserer vorigen Dimension, weil ich das Gefühl habe, wir verniedlichen das Problem. Wir verniedlichen das Problem, wenn wir so tun, als müssten wir nur unser Leben ein bisschen ändern. Versteht so? Im Autoland Deutschland werden im Augenblick etwa 3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zugelassen. Wissen Sie, wie viel in China jedes Jahr neu zugelassen werden? 17 Millionen. Verstehen Sie, wenn es uns nicht gelingt, erstens das System Auto radikal zu verändern, auf der Basis von Elektromobilität und erneuerbaren Werkstoffen und zweitens ein anderes Mobilitätssystem zu entwickeln, was nicht mehr abhängig ist vom privaten Automobil und trotzdem ein hohes Maß an Mobilität ermöglicht, und zwar sowohl an privater wie beruflicher Mobilität, dann fährt der Planet gegen die Wand. Man muss sich die Größe der Herausforderung klar machen, und nicht so in dieser bundesdeutschen Nabelschau diskutieren, wie wir das häufig tun. Und das heißt nicht,
nur so ein bisschen technische Veränderungen, alles kann bleiben, was es, wie es heute ist, sondern das bedeutet eine radikale Veränderung unserer Produktionsweise innerhalb von 20 und 30 Jahren. Das ist ein großer Aufbruch, um den es da geht und nicht so ein bisschen, naja, hier und da eine Korrektur und ansonsten kann alles bleiben, wie es ist. Herr Miegel? Da finde ich, sieht man am Bereich der Mobilität, dass wir beides brauchen. Dass wir auf der einen Seite natürlich brauchen das Null-Emissions-Auto und das ganz schnell, auch nicht das 3-Liter-Auto, sondern das Null-Emissions-Auto. Aber wenn man sich betrachtet, dass wir 500 Automobile auf 1000 Einwohner haben, da sieht man auch, dass wir eine kulturelle Innovation brauchen, was Mobilität angeht. Nämlich dieses System ist genau nicht übertragbar auf den gesamten Planeten, weil wir schlichtweg dafür den Platz nicht haben. Das zeigt sich übrigens in Peking auch schon. In Peking, wenn 500 Autos auf 1000 Einwohner kommen, dann können sie Straßen zehnfach übereinander bauen und sie haben immer noch nicht entsprechend letztendlich den Stau beseitigt. Also da zeigt sich wunderschön, dass technische Innovation, kulturelle Innovation und in einem gewissen Umfang soziale Veränderung Hand in Hand gehen müssen. Herr Miegel, Toni, weil die Konsequenz, Herr Miegel, weil die Devise heißt ja dann mobil ohne Auto und nicht wir bleiben zukünftig alle zu Hause. Herr Miegel. Ja, das also ist des Pudels Kern. Wir sind ja zusammengekommen, um über grüne Erzählungen nachzudenken. Das klang ja alles so angenehm und so hübsch. Und jetzt wollen wir mal über Erzählungen nachdenken. Und dann sind wir beieinander und sagen, Politik, das sind Regeln und Normen. Zitat Hofreiter. So ist es. Und dann können wir doch diese ganzen Geschichten mit diesen freundlichen, niedlichen Erzählungen beiseite lassen. Jetzt sind wir nämlich bei beinharter Bismarckscher Politik. Da hat sich in den letzten 120 oder 130 Jahren offensichtlich sehr wenig verändert. Wir überlegen, was müssen wir machen, was können wir machen, und genau das ist ja in der Vergangenheit auch so praktiziert worden. Wie ist denn die Anschnallpflicht realisiert worden? Wir haben jahrzehntelang um dieses Thema gerungen und haben gesagt, die Bevölkerung muss aufgeklärt werden und wir müssen Bilder zeigen, wie Leute durch die Windschutzscheibe geflogen sind und anderes mehr. Eine Erzählung nach der anderen. Bewirkt haben diese Erzählungen herzlich wenig. Dann kam die Anschnallpflicht und die wurde auch noch bußbewehrt und die Leute schnallten sich mehr oder weniger an. Was haben wir beim Rauchen jahrzehntelang gesagt? Hört auf zu rauchen. Dann kommt der Gesetzgeber und sagt, geraucht werden darf nicht mehr in öffentlichen Stellen und siehe da, es wird nicht mehr geraucht. Und das kann man jetzt immer weiter spinnen. Aber dann ist man doch, wenn man es zu Ende gesponnen hat, ist man im Polizeistaat. Ja, das ist ja der Punkt, deswegen sage ich, das ist des Pudels Kern. Wir müssen doch offenlegen, wo wir mit all diesen Dingen hinwollen. Ich fürchte, das, was hier gesagt worden ist, ist vermutlich richtig. Es zeigt nur das Drama der Situation, in der wir uns befinden. Es geht eben, wie Herr Wirks vollkommen zu euch gesagt hat, nicht mehr darum, dass wir hier ein bisschen drehen und da ein bisschen drehen. Dann sollten und können wir aber auch nicht mehr sagen, ihr könnt euren Wohlstand behalten, wie das hier heute gesagt worden ist. Das können wir nicht, wenn wir diese Dinge realisieren wollen. Na, die Geschichte, wir nehmen ihn euch weg, wollen Sie aber auch nicht erzählen. Nein. Die kann man nicht erzählen, wenn man sich nicht politisch das Genick brechen will. Aber das ist ja doch genau das Problem. Frau André, es steht schon länger auf dem Zettel. Also das hat mit einem Polizeistaat nichts zu tun. Denn wissen Sie, am Kern ändert es an Ihrer Freiheit nichts, ob Sie jetzt mit einem Porsche Cayenne unterwegs sind, der Ihnen bei 280, 65 Liter auf 100 Kilometer rausbläst, oder ob Sie mit einem Null-Emissions-Autos unterwegs sind. Das ändert im Kern an Ihrer Freiheit nichts. Aber es ändert an der Freiheit zukünftiger Generationen unendlich viel, nämlich im einen Fall zerstören sie alle Chancen und Freiheitsmöglichkeiten zukünftiger Generationen, im anderen Fall tun sie das nicht. Und ich wehre mich ganz massiv dagegen, diesen Freiheitsbegriff auf das Recht des Stärkeren zu reduzieren und darauf zu reduzieren, man kann machen, was man will, es ist vollkommen scheißegal. Freiheit ist ein so wunderschöner Begriff, es ist ein umfassender Begriff und es ist ein verantwortungsvoller Begriff und den kann man sozusagen durchaus so leben, ohne dass man, und da gibt es auch beim Rauchen ein schönes Beispiel, Sie können so viel rauchen, wie Sie wollen, aber Sie können nicht rauchen, so viel Sie wollen, in der Gegenwart anderer Menschen in geschlossenen Räumen, weil Sie nämlich dann diesem anderen Menschen, der vielleicht nicht rauchen will, unter Umständen an Lungenkrebs übers Passivrauchen anhängen und das ist nimmer Ihre eigene Freiheit und das macht einfach den großen Unterschied. Man muss halt den Freiheitsbegriff genauer
anschauen. Frau Andreu. Und dann sage ich jetzt schon mal, ich sehe schon Wortmeldungen und dann sind Sie gerne dran. Sie drei nehme ich schon mal und erstmal ist aber Frau Andreu dran. So. Also die Frage, wenn wir das weiterspinnen, dass Sie sagen, man braucht klare Regeln, dann wird umgesetzt. Wenn Emissionshandel, Ordnungsrahmen, politische Gesetzgebung benannt wird, dann hatten Sie in so einer Halbfrage, auf die würde noch nicht eingegangen, diesen Punkt, ja, aber wo hört die Akzeptanz auf? Und das ist ja genau das Problem, vor dem wir stehen. Die Bevölkerung sagt, es ist ganz schön, wenn wir uns um die Umwelt kümmern und wenn wir uns um zukünftige Generationen kümmern und wenn wir uns globale Gerechtigkeit kümmern, aber also zu viel Einschränkungen sollen da nicht sein. Also das Sankt-Florians-Prinzip greift bei solchen Sachen ja immer relativ oft. Also wo hört die Akzeptanz auf? In der Fußnote, ich finde, Akzeptanz ist da vielleicht ein kleines bisschen zu klein in der Formulierung. Wir haben uns ja über Freiheit schon gestritten und ich glaube, dass die Frage von individuellen Freiheitsräumen und auch von Freiheitsbedürfnissen der jetzigen Generation natürlich die politische Handhabbarkeit definiert. Ne? Ja, verstehe. Und deswegen bleibe ich dabei. Es geht zum einen um die Frage, wie definieren wir Wohlstand? Es geht dann aber, wenn Sie so diese Frage weitergesponnen haben, auch um den Punkt, wie definieren wir Freiheit? Freiheit ist eben nicht nur die Freiheit des Einzelnen. Und es ist nicht nur mein eigenes Handeln, sondern es hat die Konsequenz, ja, aber mein Handeln hat eine Konsequenz auf die Freiheit des anderen und das gehört dazu. Und auf die Frage, wie kriegen wir jetzt dieses Akzeptanzproblem gelöst, weil das an dem Punkt kommen Grüne immer wieder an die Auseinandersetzung, wenn es dann tatsächlich um gesetzliche Rahmen geht oder wenn es dann tatsächlich um ein Ordnungsrecht geht oder wenn es dann tatsächlich um politische Grenzen geht oder was wir eben setzen, dann fehlen uns die Verbündeten. Und ich glaube, die Aufgabe der Grünen ist, diese Verbündeten zu suchen, die ja da sind. Dazu muss man aber die Frage beantworten, wo will man hin? Und warum machen wir das alles? Was ist unsere Vision einer gerechteren, einer ökologischeren und einer sozialen Gesellschaft? Und was ist unsere Antwort auf diese Frage Bewahrung von Lebensgrundlagen? Und zwar nicht nur für uns, sondern auch in die Zukunft und auch in der globalen Perspektive. Und dann haben Sie aus meiner Sicht zumindest einen Bogen dieser grünen Erzählung. Vielen Dank. Wir fangen mit Ihnen an. Wenn Sie bitte kurz sagen, jeweils wer Sie sind und möglichst... Genau, Heiner bitte. Benking, ich bin vom Institut für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur in Berlin und Council of Global Issues. Ich muss sagen, nach Luzern, hier zur Gründung der UFA, haben wir von Umdenken und Umschwenken gesprochen. Und das geht sicher nicht nur mit Bildern und Ikonen. Auch wenn hier von Regeln, Räumen, Normen, Rahmen, Maßstäben und Schablonen gesprochen wird, reicht das nicht. Ich denke, wir haben auch das Chaos hier erlebt, dann wurde gesagt, die Ikone Erde und schon haben wir alles verstanden. Ich denke, die einzige Möglichkeit sind, dass wir zusätzlich zu Ikonen, zu Geschichten den Rahmen diskutieren. Buddha sagt immer, der ist ja nicht nur Fokus, der ist auch der Mann, Bildtheorie studiert hat. Je mehr er sich mit Bildern beschäftigt hat, je mehr kümmert er sich um den Rahmen. Und ich sage einfach, schauen Sie sich mal an, was wir auch schon vor Rio gemacht haben, dass wir uns um Karten und Modelle und Rahmen und deren Aushandlung und Entschlichtungs- und Erörterungsverfahren gekümmert haben. All das ist da und bitte nicht nur in einer Darstellungs-, Vorstellungs-, Handlungs- und wer weiß was weiß. Vielen Dank, Herr Brenken. Wenn Sie das Mikrofon dem Herrn in der Mitte, ich glaube, ihr fasst dieselbe Reihe, der braune Pullover mit dem Helm. Ah, da kommt es, genau. Dankeschön, Daniel Konstein, mein Name. Ich hoffe, wir erinnern uns alle aus unserer Kindheit an die Geschichte von Oh, wie schön ist Panama, wo Frosch und Tiger ausziehen, um ein neues Zuhause zu finden und nachher beim Alten landen, was sie aber total verändert wiederfinden, ist aber trotzdem als für sich das neue Zuhause akzeptieren. Das ist so eine Janosch-Tigerenten-Geschichte. Das ist eine Janosch-Tigerenten-Geschichte.
Das ist nicht unsere, also vielleicht ist es auch unsere grüne Geschichte, aber wenn der ursprüngliche linke Topos, der große Streit, immer derjenige war zwischen individueller Veränderung und kollektiver Veränderung, und wenn wir jetzt verdeckt und offen die letzten 1 bis 2 Jahre darüber gerungen haben, ob der eine Weg oder der andere Weg wichtig ist, ob ich mich einschränken muss, ob die Gesellschaft sich einschränken muss oder ob die Gesellschaft durch Effizienzmaßnahmen und durch grüne Wachstumsstrategien sich ändern muss, wenn das die beiden Geschichten sind und wir heute an verschiedenen Stellen von verschiedenen Menschen auf dem Podium gehört haben, dass man eigentlich beides zusammendenken muss, wenn das die Grundlage sein kann für eine Debatte in den nächsten Jahren bei uns in der Grünen Partei, dann ist das heute ein guter Tag. Dankeschön. Vielen Dank. Das war sozusagen schon Schlusswort. Jetzt habe ich den Herrn Danten noch und ich habe Sie dann für die nächste Runde. Wir nehmen dann erstmal die drei hierher und dann sind Sie dann in der nächsten Runde dran. Ja, bitteschön. Ja, ich fand, also als ich habe auch geklatscht bei Herrn Hofreiter und auch bei Herrn Füchs. Das haben wir gesehen. Das finde ich also ganz ehrrührig. Die Frage ist halt, wenn man es weiterdenkt, der Verlauf der Geschichte, geschichtsphilosophisch, die Geschichte war immer eine Frage von Weiterentwicklung, Fluch und oder Segen für die Geschichte. Das heißt also, wenn man das Elektroauto sieht, dann ist so zumindest auch zu fragen, was es bedeutet. Auch das Elektroauto braucht irgendwelche Stoffe, Stichwort seltene Erden, also Handys zum Beispiel auch, neue Technologien und so weiter. Und wenn man sich anguckt, ich habe selber das gesehen in Malaysia, da gibt es eine Bürgerinitiative, Stichwort das gefährliche Processing, wenn man das auch nicht in den Griff kriegt, dann ist das quasi wie eine Spirale. Also Ihr Punkt ist der, den Füchs eben schon angedeutet hat. Das andere ist die Frage der Leute, die Leute mitnehmen. Und da will ich nur erinnern, Herr Füchs müsste das auch wissen, aus seiner eigenen Vergangenheit, Stichwort Friedrich Engels in den 40er Jahren, hat beschrieben, in den Klassenkämpfen in England, er hat die Statistenbewegung, eine Bewegung bezeichnet als revolutionäre Bewegung, mit nicht linker oder sozialistischer Zielsetzung, hat sie aber trotzdem letztendlich als progressiv, auch revolutionär bezeichnet, weil sie den Einigungsprozess innerhalb der Erniedrigten und Beleidigten vorangetrieben hat. Also die Frage der Dialektik zwischen Leute mitnehmen und vorangehen, stellt sich das heute anders aufgrund der Ökologiefrage? Oder ist das immer noch, oder ist das nicht obsolet geworden? Vielen Dank, ganz wichtiger Punkt. Herr Füchs, Sie sollten damit anfangen und vielleicht ja eben auch die Frage, die wir hier auf dem Podium und die Sie in Ihren Beiträgen ja auch nochmal wieder angesprochen haben, vertiefen, nämlich die, wenn es so ist, dass es eigentlich, wie Miegel sagt, Gesetze, Verordnungen, politische Haltung und politische Entscheidungen braucht auf der einen Seite, also normale Politik, ist dann die Erzählung, die Sie suchen, das, was aus der grünen Bewegungszeit noch so übrig geblieben ist, oder braucht gute Politik eben auch die große Erzählung, hinter der man sich versammeln kann? Zumindest verändernde Politik braucht sie, davon bin ich fest überzeugt, weil man sonst nicht die Verzagtheit überwindet und diese Aufbruchstimmung oder die politische Energie mobilisieren kann, die für weitreichende Veränderungen notwendig ist. Man braucht sozusagen eine Geschichte, die jetzt nicht im Sinne eines Fahrplans genau detailliert beschreibt, wie wir die nächsten 20 oder 30 Jahre diese ökologische Transformation der Gesellschaft ganz genau fabrizieren werden, aber man braucht eine Vision und man braucht ein paar Leitplanken dafür, auch um die nötigen gesellschaftlichen Allianzen schließen zu können. Ja, wir können uns ja selbst alle besoffen reden, aber wir brauchen am Ende eben die Gewerkschaften im Boot. Wir brauchen einen Gutteil auch der veränderungsbereiten Unternehmen, sagen, im Boot. Wir brauchen einen Teil der Landwirte, sagen, im Boot. Und dafür braucht man sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Erzählung, die sagt, es geht auch anders. Es geht auch anders, ohne dass wir damit in Sack und Asche in Zukunft gehen müssten. Wie viel, Herr Hofreiter, wie viel Glauben braucht man? Wie viel Ideologie möglicherweise? Es ist überhaupt kein Widerspruch zwischen Politik und der Idee und der Vision. Nämlich das eine begründet das Warum. Wo wollen wir hin?
Warum machen wir das? Warum nehmen wir uns die Mühen der Politik an? Und das ist bei uns halt, ja, wir wollen diesen Planeten retten. Wir wollen, und zwar nicht um des Planetens Willens, nicht, der kommt ohne uns ganz entspannt klar. Das hat ein paar Milliarden Jahre vorgemacht, wenn die Wissenschaft sich nicht täuscht. Sondern für uns, für unsere eigenen Lebenschancen. Und dann macht man mit zum Teil harter Politik, setzt man das um. Das ist dann das Wie, das ist dann das Doing. Nämlich allein sozusagen dadurch, dass wir aufzeigen können, wo es am Ende hingeht, allein dadurch funktioniert es noch nicht. Am Ende braucht man Regeln, Normen und Gesetze. Und das geht manchmal mit Partnern, manchmal mit Auseinandersetzungen, manchmal gibt es heftige Auseinandersetzungen, manchmal nämlich sowas wie zum Beispiel die Braunkohlewirtschaft wird sich nicht überzeugen lassen damit, dass es normativ notwendig ist, dass die aufhört zu existieren, sondern das wird eine harte Auseinandersetzung und am Ende wird es Normen, Regeln und Gesetze geben, die die Stromproduktion mit durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe einfach schlichtweg nicht mehr zulässt. Aber das wird eine spannende Auseinandersetzung und da braucht man natürlich auch Partner, die zum Beispiel aus der Solarwirtschaft eher stammen. Aber das beide Dinge gegeneinander zu stellen, das ist einfach falsch. Das sind unterschiedliche Stadien der Politikvermittlung und unterschiedliche Stadien der Politikdurchsetzung. Herr Miegel. Ich glaube, wir tun uns etwas schwer, weil wir mit dem Begriff der Erzählung begonnen haben und wir versuchen jetzt irgendwie die Erzählung in unseren Denken einzubauen. Wenn ich kurz widersprechen darf, ja. Ich glaube, es gibt ja schon dieses Grundbedürfnis und Sie haben es eben, glaube ich, anthropologisches Grundbedürfnis von Menschen genannt, wenn sie sich Zumutungen stellen, dann auch etwas zu haben, wofür sie das tun, woran sie glauben und wo sie sagen, auch wenn es Rückschläge gibt oder wenn es den persönlichen Komfort betrifft, zu sagen, es gibt ein höheres Ziel, für das nehme ich das in Kauf und das ist eben einfach das, wofür ich lebe. Ja, sicher. Ich meine, das macht ja jede große Bewegung, auch der Kommunismus, der Sozialismus, die haben ja alle ihre Visionen gehabt. Aber ich glaube, Herr Füchs hätte schon so gerne was für die Grünen, so in der Dimension. Ja, so, solche Visionen. Und da ist genau der andere Begriff. Es ist ja hier mehrfach gesagt worden, jetzt nicht in dieser Runde, sondern in den vorangegangenen. Wir müssen sehr aufpassen, wenn wir mit diesem Erzählungsbegriff hantieren. Ich sage, es ist eine Mode. Es ist eine Mode, dass wir das alles mit Erzählung belegen. Es gab eine Zeit, da hat man gesagt, was ist deine Botschaft? Und da musste man also die Botschaft identifizieren. Also Sie meinen, wir müssen das nicht so ernst nehmen? Nein, ganz sicher nicht. Im Gegenteil, es verdunkelt unser eigentliches Problem. Nachdem man diese Phase mit der Botschaft überwunden hatte, hieß es, was ist deine Theorie? Man musste also vor jede Aussage, wie eine politische Entwicklung ablaufen sollte, eine Theorie stellen. Und wer das nicht konnte, der hatte schon sehr schlechte Karten. Dann kam die Sache mit der Vision. Was ist deine politische Vision? Und jetzt sind wir bei der politischen Erzählung, die gesagt werden soll. Das ist ja alles gut und recht und wir sind uns ja gar nicht, wir sind uns durchaus einig. Man muss, wenn man nicht nur in die Politik geht, sondern wenn man überhaupt über Gesellschaft nachdenkt, Vorstellungen haben, wie soll das werden. Und in diesen Vorstellungen ist immer auch ein Stück Utopie notwendigerweise enthalten. Vieles von dem, was man sich vorstellt, wird man nicht realisieren können. Aber ich meine, wir sollten uns die Debatte nicht künstlich erschweren, indem wir jetzt alle möglichen Gedanken, die wir für die Zukunft haben, und hier ist ja etliches dazu gesagt worden, krampfhaft versuchen, in eine Erzählung zu kleiden. Ich fürchte, das wird uns nicht gelingen und in 2 oder 3 Jahren wird kein Mensch mehr von Erzählungen reden. Ach, Herr Miegel, Sie machen uns einerseits ein bisschen verzagt, was die letzten 1,5 Tage Kongress angeht. Andererseits ist es natürlich immer gut und wir sind dankbar, jemanden mit Ihrer Lebenserfahrung auch dazu zu hören. Und nein, das ist auch ganz ernst gemeint und eben möglicherweise Dinge auch ein bisschen zu relativieren, die auch relativiert möglicherweise gehören. Frau André. Also wenn ich mir diese Begrifflichkeiten, Vision, Botschaft, vielleicht Theorie, würde ich da nicht ganz so drunter zählen, aber auch Erzählung zusammennehme, dann ist es natürlich am Ende das, was wir hier auch jetzt in der letzten Stunde diskutiert haben und das ist die Vorstellung, wo wollen wir hin? Wie sieht es aus? Und
das ist wahrscheinlich die große Kunst der Politik, dieses auch immer wieder zu lebendig zu gestalten, auch eine Begeisterung zu entwickeln für vielleicht dann auch Einbußen, vielleicht auch Veränderungsprozesse, vielleicht auch für Momente, die wehtun, wenn die Braunkohle, die angesprochen wurde, als Zukunft, als Technologie keine Zukunft mehr hat, dann hat es Konsequenzen für die Leute, die dort arbeiten. Ja, denen muss ich ja irgendwas bieten. Ja, da muss ich ja irgendeine, da kann ja nicht einfach nur sagen, es ist egal, das tut keiner hier. Aber das ist das Wichtige. Deswegen braucht man soziale Gerechtigkeit. Das ist das Wichtige, dass man hier auch eine Wärme reinbringt, dass man auch klar macht, uns ist eure Situation klar. Und das ist, betrifft die jetzige Gesellschaft, das betrifft zukünftige Gesellschaften und das betrifft die Fragen globaler Gerechtigkeit. Wo wollen wir hin? Wie sieht es in unserer Vorstellung aus? Und das ist diese Erzählung, wo wir die Begeisterung für wecken müssen, dass die Leute auch bereit sind, da mitzugehen. Aber was bedeutet Wärme, Frau André? Ist Wärme nicht irgendwie, also ist es soziale Gerechtigkeit, wie Herr Hofreiter sagt, oder ist es eigentlich auch so Schnickschnack mit dem, liebe Politiker versuchen, harte Entscheidungen irgendwie dann doch auch niedlich zu machen? Nein, für mich ist Wärme die Anerkennung von Veränderungen und dass es manchmal auch Angst macht. Ich habe drei Wortmeldungen, den Herrn in dem schwarzen, in der zweiten Reihe, dann Sie da hinten und Sie bitte hier vorne. Wir nehmen die drei und in der nächsten Runde, wenn wir noch eine schaffen, gehen wir nach da, dass wir schaffen noch eine nächste Runde. Und dann haben wir Sie, Sie und Sie bitte. So, jetzt. Ja, vielen Dank. Also ich finde das Panel sehr spannend. Sagen Sie vielleicht, wer Sie sind, bitte. Mein Name ist Fahad und Sie haben gerade zwei sehr interessante Punkte angesprochen auf dem Panel. Das eine war das Thema der sozialen Gerechtigkeit. Das andere Thema war das der postmaterialistischen Diskurse. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie gehen diese beiden Dinge zusammen? Sie haben ja selber, Herr Füchs, gerade beschrieben, dass man dafür, dass die Träger des postmaterialistischen Diskurses ein bestimmtes Sozialeinkommen haben, der Mittelklasse angehören. Und von daher, glaube ich, ist das erstmal nicht so gut kompatibel. Ich würde es auch ganz gerne konkret machen, jenseits der Elektromobilität in Peking, darüber zu sprechen, was wir für Themen hier in Berlin haben. Wir haben in Berlin zwei zentrale Themen. Das eine Thema ist die Baustellen, die alle aufregen, und das andere Thema sind die teuren Wohnungspreise. Herr Fahad, ich fürchte, wir werden diese einzelnen Politikbereiche mehr schaffen. Lassen Sie mich doch bitte noch kurz aussprechen. Also wenn Sie zum Clou kommen, wunderbar. Schnell, ich komme bitte. Immer zum Punkt. 30 Sekunden müssen Sie mir lassen. Also wir können ja nicht nur im Steno-Stil irgendwelche Gedanken entwickeln, wenn es um eine Erzählung geht. Herr Fahad, oder? Bitte. Dankeschön. Und zwar, also Baustellen einerseits, steigende Wohnungspreise. In Kreuzberg wird jede Wohnung zurzeit, jede zweite, zu über 10 Euro den Quadratmeter vermietet. Jetzt haben wir dieses Tempelhofer Feld und jetzt Reality-Check für die grüne Erzählung. Also die Grünen stellen sich dagegen, dass das Tempelhofer Feld am Rand behutsam bebaut werden soll. Dann frage ich mich natürlich an der Stelle, wo ist da die Verantwortungsübernahme für die Zukunft und wie passt das in eine grüne Erzählung hinein? Vielen Dank. Der Herr da hinten noch und dann die erste Reihe bitte. Ferjan Jentsch, Bürger, in früheren Jahren auch für die Grünen kommunalpolitisch aktiv. Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben, hat mal Goethe geprägt, diesen Satz, der könnte auch von Anton Hofreiter stammen. Und deswegen beziehe ich nur mal auf Ihren Satz, Frau Weidenfeld, das ist doch Polizeistaat, wenn der Staat wagt, den Starken ein bisschen einzuschränken zugunsten der Schwachen oder Individuen zugunsten der Gemeinschaft. Norbert Elias hat eine wunderbare Erzählung geschrieben, das ist unser Thema, über den Prozess der Zivilisation, kennen vielleicht einige von Ihnen. Wenn Sie in früheren Zeiten im Mittelalter aus Ihrer Burg kamen, hatten Sie als Ritter die Chance, Ihre Freiheit, Ihre Triebe auszuleben und den Nächsten umzubringen. Sie hatten aber das Risiko auch, dass er das Gleiche mit Ihnen tut. Dann haben wir irgendwann das Gewaltmonopol an den Staat gegeben und dafür bin ich dankbar. Und ich komme zum Schluss, diesen Satz, das ist doch Polizeistaat, haben nicht mal Ali Schwarzer oder Uli Hoeneß gerufen, weil man ihnen verboten hat, ihr Geld in die Schweiz zu bringen. Das nur mal als Beispiel, dass es eben auch Einschränkungen geben muss zugunsten der Gemeinschaft. Ich glaube, darüber gibt es ja hier keinen Dissens im Saal. Bitteschön. Also, Sie haben
wie immer treffend das auf den Punkt gebracht, Herr Miegel, mit dem Hinweis, was ist denn, also den aufgenommenen Hinweis von Toni, was ist denn Politik, Regeln und Vorschriften, wie bei Bismarck. Und Sie haben aber bei Bismarck vergessen zu ergänzen und Bestechung. Ganz, ganz zentral in der bismarckischen Politik immer Bestechung, wie eben beispielsweise die Sozialgesetzgebung. Und genau so funktioniert es. Regeln und Gesetze kann man zur Umstrukturierung großer Probleme nur dann machen, wenn die Leute das akzeptieren, wenn sie es gut finden. Und das müssen wir erreichen. Und dazu hilft der Alarmismus nicht, überhaupt nicht. Wir haben schon vor 30 Jahren dagegen gesagt, also es ist nicht 5 vor 12, es ist 12 vor 5. Weil es hilft überhaupt nichts, einfach jetzt die letzten 5 Minuten ganz hektisch durch die Gegend zu turnen. Sondern wir müssen einen vernünftigen Umgestaltungsprozess hinkriegen. Und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und da ist Ralf Füchs Buch und seine Erzählung eine sehr gute Möglichkeit, ob man den Erzählungsbegriff nun mag oder nicht, weil der kann, so wie Ralf es beschreibt, kann das Faszination erzeugen. Genauso wie wir fasziniert waren von diesen Bedrohungsszenarien des Club of Rome und dann der Atomkatastrophe und. Das ist jetzt vorbei. Es gibt nur noch das positive Faszination, mit der wir weiterkommen. Man darf nicht vergessen, wir waren, bevor wir diese furchtbar negative Generation wurden, waren wir die Perry-Rhodan-Generation. Wir wollten zu den Sternen vorgehen. Und da müssen wir wieder hinkommen. Also für die anderen Generationen hier im Saal, Perry-Rhodan war sehr populär in den 70er Jahren. Herr Füchs, das kennen Sie noch, die 70er Jahre. Vielleicht wollen Sie anfangen mit der Antwort. Entschuldigung. Und dann Kein haben Problem. Wir noch 3 Wortmeldungen gleich für Sie und dann machen wir auch pünktlich Schluss. Kein Problem. Ich will was zu dieser harten Frage sagen, zu Tempelhof. Ich meine, ich bin weit entfernt jetzt von Berliner grüner Politik, aber ich bin in Bremen als Senator, da ist mir die Koalition um die Ohren geflogen, die Ampelkoalition. Ich war Senator für Umwelt und Stadtentwicklung, weil ich einen harten Kurs der Innenentwicklung vertreten habe gegen die Expansion in die Naturflächen am Stadtrand. Das war ein Kernkonflikt, den wir mit der FDP vor allem in der Koalition hatten. Die wollten ständig neue Wohnungsbau- und Gewerbegebiete sagen, in der ländlichen Umgebung in Bremen bauen. Und wir haben den Kurs vertreten, wir müssen die alten Hafenreviere umbauen, wir müssen Gewerbebrachen reaktivieren, wir müssen die Innenentwicklung, auch Stadtverdichtung machen. Aber hier und sind ich jetzt kann die nicht nachvollziehen. Leute. Ich kann nicht sagen, nachvollziehen. Das ist tatsächlich so ein bisschen ich würde fast sagen, man verteidigt den Status quo. Ja, mit seiner riesigen Spielwiese auf dem Tempelhofer Feld und ignoriert, was für so ein enormer sozialökonomischer Druck auf diesem Wohnungsmarkt ist. Und ich fände gut, wenn die Berliner Grünen da ihre Haltung überdenken würden. Sorry. Aber Herr Füchs, es weist ja auf einen ganz wichtigen Konflikt hin, dass man im eigenen Klientel ja eben auch Interessen hat und dass eben auch da möglicherweise eben Haltungen sind, die Wandel verhindern, die Wandel blockieren und die eben ja auch den eigenen Status quo absolut setzen. Und das genau das ist ja das Tempelhofer Feld. Ja, wir kriegen jetzt diese Konflikte, wenn es zum Beispiel um die Stromtrassen geht. Sagen also im Zusammenhang mit der Energiewende, wir verändern komplett die Erzeugungsstruktur, wir legen Atomkraftwerke im Südwesten still und wollen da auch die Kohlekraftwerke, die dort massiert sind. Stattdessen haben wir den Wind vor allem in den Küstengebieten ausgebaut. Also wir brauchen Stromtrassen, nicht in dem Umfang, in dem das mal vor 2 Jahren gefordert worden ist, mit sagen 8.000. Aber wir müssen die wir brauchen, durchsetzen. So, ja, und was heißt durchsetzen? Wir müssen die Leute überzeugen davon, dass auch eine Veränderung ihrer Lebenswelt möglicherweise stattfindet, damit
dieses Gesamtprojekt gelingt und damit wir als Gesellschaft uns auf den Weg von der fossilen in eine postfossile Zukunft machen können. Also natürlich haben wir auch Konflikte mit den eigenen Klientel. Die löst man aber nicht per Ordre de Mufti, sondern die löst man so, dass man möglichst frühzeitig einen Diskurs organisiert und versucht, die Leute mitzunehmen. Vielen Dank. Herr Miegel, es wurde darauf hingewiesen, dass Bismarck ja nicht nur mit Gesetzen und Verordnungen regiert hat, sondern dass er eben auch politische Verteilung, also dass er auch Gruppen korrumpiert hat, dass er Zustimmung gekauft hat. Das weist ja so ein kleines bisschen auch auf die Frage hin, wie viel politischen Verteilungsspielraum, finanziellen Verteilungsspielraum braucht man denn in einer Demokratie, um Zustimmung organisieren zu können? Das ist ja nicht nur im 19. Jahrhundert gewesen, das ist ja heute auch noch so. Kann man in einer Postwachstumsgesellschaft, in der man keinen Zuwachs an Verteilungsspielraum hat, denn überhaupt große politische Ziele noch durchsetzen, wenn man niemanden mehr korrumpieren kann? Das hängt von der Prioritätensetzung ab. Bismarck hat ja seine Bestechungspolitik, und ich unterstreiche das, in einer Volkswirtschaft betrieben, die pro Kopf ungefähr ein Zehntel dessen erwirtschaftet hat, was wir heute erwirtschaften. Das heißt, gemessen daran haben wir ja heute riesige Volumina, mit denen wir bestechen könnten. Aber wir können nicht so richtig bestechen, weil diese riesigen Volumina alle schon gebunden sind. Deswegen noch einmal, das kommt auf die Prioritätensetzung an. Und so wie das gegenwärtig verteilt wird, was wir da erwirtschaften, diese Riesenmenge, die wir da erwirtschaften, das ist ja nicht in Granit gemeißelt. Wir können und müssen Veränderungen vornehmen. Das, was wir heute machen, das ist im Wesentlichen das Ergebnis des Denkens, auch der Prioritätensetzung der 70er Jahre. Das ist überholt. Und die entscheidende Frage, die politische Frage ist, wie setzen wir Prioritäten neu? Und da wird die Sache wieder spannend. Aber würde denn die Generation Perry Rhodan freiwillig irgendwas hergeben? Die kriegt jetzt gerade die Rente mit 63. Da sind wir ja genau wieder bei dem Punkt. Was gibt der Mensch freiwillig her? Und da er in der Regel nur sehr wenig, wenn überhaupt, etwas freiwillig hergibt, entstehen Konflikte. Und diese Konflikte müssen politisch ausgetragen werden, müssen von den Parteien ausgetragen werden. Dazu ist ja heute einiges gesagt worden. Wenn wir alles so belassen, wie es ist, dann können wir weder irgendwas verteilen, weil wir keinen Platz schaffen, und dann können wir auch am Status quo nichts verändern. Und dann bin ich beim Anfang meiner Ausführungen, dann fahren wir frontal gegen die Wand. Dann müssten wir in der Tat äußerst pessimistisch sein, wenn unsere Prämisse ist, wir können nichts verändern an dem, was wir haben. Aber ich glaube nicht, dass das die Prämisse ist, die wir jetzt unbedingt durchhalten müssen, sondern wir können etwas verändern. Nur ist das verdammt schwer. Und ich glaube, die Grünen haben das ja gerade vor wenigen Monaten erlebt, wie schwer das ist. Und noch vielleicht ein kleiner Punkt. Man muss bei diesen Veränderungen, um glaubwürdig zu bleiben, auch redlich sein. Wenn ich plakatiere, faire Miete statt Rendite, dann frage ich mich doch, was soll eine solche Aussage? Sollen künftig Wohnungen gebaut werden, ohne dass irgendwelche Renditen erzielt werden können? Wer stellt denn die Mittel bereit, um das zu machen? Und dann wird diese liebenswürdige alte Dame abgebildet, von der man sagt, ich gönn's ihr, dass sie jetzt eine faire Miete hat, aber das ohne eine Rendite. Solche Sachen, wenn die durch einen Wahlkampf laufen, sind meines Erachtens mindestens so problematisch wie Veggie-Day. Vielen Dank. Drei Wortmeldungen haben wir noch. Wir fangen bitte mit Ihnen an. Ich gebe Ihnen mein Mikrofon, dann geht es ein bisschen schneller. Sie brauchen eins. Ja, mein Name ist Frank Wende. Mich interessiert das Thema sehr. Ich möchte es auf Europa beziehen, auf die Europawahl. Ich möchte gerne mal wissen, ob wir nicht auch ein Europa der grünen Ökonomien brauchen. Ein einheitliches Europa mit einer einheitlichen grünen Ökonomie. Vielen das Dank. Ist doch sehr wichtig. Das im Kern hier in der Bundesrepublik kam es doch schon. Ist bei Herrn Füchs angekommen. Vielen Dank. Danke sehr. Und jetzt bitte der Herr. Sie haben das Mikrofon schon. Mein Name ist Lukas Beckmann. Ich begleite die Grünen seit 1979 und die Heinrich-Böll-Stiftung seit 1986. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Veranstaltung und der Wahl, der letzten Bundestagswahl im September. Darauf ist verschiedentlich hingewiesen worden. Und an dem Wahlabend in der Columbia-Halle lauteten die ersten zwei Sätze der Wahlanalyse. Erstens,
Das Ergebnis ist enttäuschend. Zweitens, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Das heißt, das Selbstbild der Grünen und das Fremdbild der Grünen kamen nicht zusammen. Und vor diesem Hintergrund ist meine Frage, ob es wirklich erfolgreich gelingen kann, dass man als Antwort darauf sich seine eigene Geschichte erzählt, weil man die Sicht der anderen vielleicht nicht so ganz gebrauchen kann. Vielen Dank. Man muss sich ja zuerst mal die eigene Geschichte selbst erzählen, bevor man sie anderen erzählen kann. Ja, aber das, ich glaube, der Sinn Ihrer Frage ist gut angekommen. Ich bin aber trotzdem noch nicht fertig. Ich habe noch einen weiteren Gesichtspunkt. Für die ganze Diskussion hier finde ich die Frage wichtig, inwieweit wir als Generation, und da zähle ich Ralf Füchs und mich und andere zu der gleichen Generation, inwieweit man uns als Generation vertrauen kann, vor dem Hintergrund der biografischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, beziehungsweise die wir nicht gemacht haben. Wenn ich die Demonstrationen in Istanbul sehe oder die Erlebnisse jetzt in Kiew oder auf die Geschichte von Solidarność schaue oder auf die DDR-Bürgerrechtsbewegung oder auf Charta 77, dann sind das biografische Prägungen, wo Menschen durchs Feuer gegangen sind, bevor sie politisch gestaltet haben. Aber Sie wollen nicht sagen, dass man diese Erfahrungen machen muss, um Politik machen zu dürfen. Moment, ich stelle einfach nur die Frage, weil es geht ja wirklich um die Frage, inwieweit schaffen es die Grünen, das notwendige Vertrauen in der Gesellschaft dafür herzustellen, dass sie das machen können, was sie für richtig halten. Und deshalb ist für mich eine wichtige Frage, was ist mit unserer eigenen Biografie? Herr Füchs. Ja, ich kann ja meine Biografie nicht umschreiben, Lukas. Die ist gelebt, diese Biografie. Ich kann nur versuchen, aus dieser Biografie ein paar Erfahrungen abzuleiten und ein paar Lehren zu ziehen und das auch möglichst öffentlich zu kommunizieren, was man so, nicht, wenn du darauf abzielst, sagen, politisch sozialisiert, am Ende der Studentenbewegung, dann in den K-Gruppen gelandet, dann zu den Grünen gegangen. Ich glaube nicht, dass unsere Erzählung so weit entfernt ist von der Erzählung der anderen, was du gerade sagen aufgemacht hast als Gegensatz. Ich will mal daran erinnern, dass seit letzten Sonntag wir in Bayern 14 direkt gewählte grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben und 2 direkt gewählte Landräte. Und ich finde, man muss sehr darüber nachdenken, wie das möglich ist. Das sind genau ja Menschen, wie du sagst, die das Vertrauen ihrer Bevölkerung dann erhalten haben, sie zu vertreten und Entscheidungen sagen, zu treffen. Und woher diese große Kluft kommt, man könnte auch Baden-Württemberg nochmal dazu nehmen und ein paar andere Erfahrungen, wo die Grünen es geschafft haben, in die Mitte der Gesellschaft auszugreifen. Während wir auf Bundesebene seit der letzten Wahl eher wieder an den Rand geraten sind. Und darüber muss man meines Erachtens nachdenken. Das liegt offensichtlich nicht daran, würde ich jedenfalls unterstellen, dass sie da in Bayern oder in Baden-Württemberg sich angebiedert haben an die Vox Populi. Vielleicht liegt es daran, dass sie eine Sprache gefunden haben und einen Stil gefunden haben, wo sie das, was sich in der Gesellschaft schon verändert hat, aufnehmen konnten. Zum Beispiel, dass auch in CSU-geprägten Gegenden eben sowas wie biologische Landwirtschaft und Solarenergie und Fair Trade ja keine Fremdwörter sind.
und dass wir uns als Grüne nicht in einer Gesellschaft bewegen wie im Feindesland, sondern dass in den letzten 25 Jahren, seit es uns politisch gibt, oder 30 Jahren, enorm viel verändert hat. Wir haben uns selbst verändert, zum Beispiel unser Demokratieverständnis verändert, und gleichzeitig haben wir die Gesellschaft verändert. Und ich glaube, dass die Wirksamkeit grüner Politik ganz entscheidend davon abhängt, dass wir das verstehen und das kommunizieren können, dass wir die Gesellschaft nicht gegen uns haben, sondern dass wir eine Sprache finden und eine politische Botschaft finden, die potenziell mehrheitsfähig ist. Herr Hofreiter. Von der biografischen Frage fühle ich mich nicht angesprochen, da ich so eine ganz andere Biografie habe, die letztendlich, weil ich erstens jünger bin und zweitens, bevor ich Politik gemacht habe, was ganz anderes gemacht habe. Da war ich Tropenbotaniker. Da hat man eine ganz andere Form von Leben erlebt. Da hat man auch sehr, sehr existenziell erlebt, wie woanders Menschen leben müssen, wie woanders Menschen um Überleben kämpfen. Sehr, sehr intensiv auch selber überlebt, erlebt, wie es heißt, ums Überleben zu kämpfen, auch in der einen oder anderen schönen Auseinandersetzung. Das ist eine andere Frage. Und wie kann es gelingen, grüne Ideen mehrheitsfähig zu machen? Das ist ja das Dauerringen, um das wir letztendlich kämpfen. Und einer der zentralen Fehler in meinen Augen bei diesem Dauerringen, um wie wir grüne Ideen mehrheitsfähig machen, war im Wahlkampf weniger die jeweils spezifischen Inhalte. Da gab es auch zum Teil Fehleinschätzungen. Aber der zentrale Fehler war, dass man dachte, man muss auch in diesem Wahlkampf nicht neu begründen, warum wir die Dinge durchsetzen wollen, die wir durchsetzen wollen, sondern man hat sich zu sehr aufs Wie konzentriert. Also dieses Wahlprogramm, wenn Sie durchlesen, das ist ein Regierungsprogramm. Das ist eine Anleitung aus Normen und Gesetzen, wo Sie sehr schön einzelne Gesetze ableiten können, aber Sie können aus diesem Wahlprogramm nur mit Mühe erkennen, warum machen wir denn das Ganze? Warum sozusagen wollen wir zum Teil Schönes, zum Teil Zumutungen, zum Teil Wunderbares, zum Teil Freiheitsräume eröffnen. Warum machen wir das Ganze? Und das ist uns über viele, viele Details einfach verloren gegangen. Und am Ende sozusagen hatten die Leute das Gefühl, die wissen ja eigentlich gar nicht, warum sie das machen, aber sie wollen mir mein Geldbeutel klauen. Also muss ich die jetzt wählen? Und dann haben sich viele für Nein entschieden. Und das war, glaube ich, der zentrale Fehler. Und daher auch die Debatte sozusagen hier um die grüne Erzählung, die ja in meinen Augen, da teile ich Ihre Meinung vollkommen, einfach nur ein anderer Ausdruck für Ideen, Visionen, Utopie und so weiter, was man immer so schön benutzt. Oder einfach ein anderer Ausdruck dafür ist, warum eigentlich? Warum eigentlich verdammt nochmal die Grünen, uns wie alleine genügt dafür nicht? Frau André, Herr Wende wollte gerne wissen, ob man für die grüne Idee sich auf Deutschland beschränken darf. Und wenn man sieht, dass die nächste große Herausforderung ja im Mai die Europawahlen sind, ist das ja nicht nur eine Frage, die realpolitisch berechtigt ist, sondern eine, mit der man sich tatsächlich auch intensiv auseinandersetzen muss. Gibt es denn eine europäische Idee für die Grünen? Und wenn ja, ist die im Wahlkampf relevant? Ich glaube, die Grünen sind zu Recht und aus tiefster Überzeugung eine proeuropäische Partei. Und wenn Sie bei uns die Diskussion führen, dann
über europäische Politik, über die Frage von den technischen Rettungsschirmen bis hin zu Vertiefungsüberlegungen, bis hin zu ökologischen Komponenten und ähnliches, dann ist es immer geprägt von dem Gedanken, dass Europa zentral notwendig ist. Es gibt keinerlei Diskussionen bei uns über Fragen, da müssen wir uns vielleicht ein Stück weit von Griechenland verabschieden. Wie halten wir es mit einer Erweiterungsperspektive? Wie halten wir es mit Vertiefungsperspektiven? Also über die Frage ökonomischer, steuerpolitischer Regelungen, die über einen größeren als nur den nationalen Rahmen gehen müssen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass die Grünen als so absolut proeuropäisch auch in diesem Wahlkampf auftreten und sich damit auch, da finde ich, auch in der Zukunftsperspektive deutlich machen. Wir haben ja gar keine, es ist ja gar keine reale Perspektive mehr zu sagen, wir verteilen uns jetzt wieder in eine Nationalstaaterei oder wir machen ein Nordeuropa und ein Südeuropa, wir kündigen die Achse Deutschland-Frankreich. Das sind für Grüne alles gar keine Perspektiven, sondern die Perspektive liegt in Europa und sie liegt auch deswegen in Europa, weil ein Wertegefüge dahinter steht, weil die ganzen Fragen von sozialer und ökologischer Transformation, von den Fragen, was sind aufklärerische Werte, wie verhalten wir uns als großer Kontinent auf der einen Seite Amerika mit seinem manchmal seltsamen Liberalismus, auf der anderen Seite die aufstrebenden Staaten China und Indien mit so einem letztlich sehr autoritären Kapitalismus auch. Und da finde ich, ist die Werteorientierung, die Europa geben kann und geben muss, eine ganz notwendige. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Grünen, was europäische Vertiefung und den europäischen Zusammenhalt angeht, überhaupt nicht wanken. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich nicht alle Ihre Fragen und Anmerkungen jetzt noch hier berücksichtigen kann. Wir müssen Schluss machen, weil einige von Ihnen weg müssen, weil Sie weg müssen. Herr Hofreiter ist schon ganz begeistert. Sie dürfen jetzt alle gehen. Sie müssen alles, was Sie noch zu sagen haben, gleich bilateral abmachen. Sie haben, glaube ich, angefangen mit der Frage, was ist eine grüne Erzählung? Herr Miegel hat Ihnen zum Schluss gesagt, Sie brauchen keine Erzählung, Sie brauchen glaubwürdige Inhalte und Ziele. Herr Hofreiter hat gesagt, schlagen Sie nicht mit kleinen Dingen und popligen Dingen auf große Probleme. Ich glaube, das sind zumindest schon mal drei Thesen, mit denen man weiterarbeiten und weiterreden kann. Ich glaube, Sie hatten eine gute Konferenz, jedenfalls das, was in der letzten Diskussion des Tages von Ihnen allen angemerkt wurde, ist sicher richtig, wichtig und auch würdig, weiter diskutiert zu werden. Das müssen Sie ein andermal tun, weil sonst geht uns hier jetzt gleich das Podium laufen. Ich wünsche Ihnen guten Abend, gutes Wochenende und einen guten Heimweg. Applaus